Hallöchen und willkommen in der Eiszeit. Wir haben minus 10 Grad und ich habe Bock zu fliegen und euch nehme ich heute mit. Ich bin gerade eine Runde VL3 geflogen. Jetzt ist hier die FK9 dran. Einfach, dass die Dinger bewegt werden bei der Kälte, dass sie mir nicht einfrieren. Spannendes Thema heute. Ich baue gerade mal den Ton und die ganze Ausrüstung um. Und dann schauen wir uns heute mal an, ob die Erde wirklich eine Scheibe ist. Viel Spaß. So, jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen hier an Bord der FK9 Delta Mike, Charlie, Victor. Ja, meine Babys werden jetzt gerade nochmal richtig bewegt, weil die nächsten Tage werden bitter kalt, ja. Ich fliege jetzt mit euch schnell hier mit der FK9 rüber zum Kreuzberg in die Rhön. Fliegen wir einmal drum rum, schauen uns das Winter Wonderland an und werden mal eine ganz wichtige Frage behandeln, die mir schon lange auf der Zunge brennt, ja. Okay, ich würde sagen, ich bin soweit, ich habe Temperaturen, es passt alles, Sprit habe ich rein. Delta Mike, Charlie, Victor, abflugbereit, eine 1-0, rolle auf und starte. Würde ich sagen, geht's los. Ich habe ein maximales Kameraproblem bei der Kälte. Ich kann euch gar nicht sagen, was mir alles passiert ist gerade eben. Naja, okay, ihr seid soweit. Feuer frei, Piste 1-0, Gößlein. Ja, war ein super guter Start auf jeden Fall. Gehen wir direkt rum. Lass mal die Leute nicht nerven. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Geil, da unten sieht man meinen Schatten. Okay, cool. Können wir das Licht ausmachen? Klappe habe ich schon rein. Bisschen das Gas zurück, Benzinpumpe aus. Und los geht's, ne? So, direkt vor mir kann ich die Rhön schon sehen und die ist natürlich weiß, ja. Die liegt natürlich deutlich höher, auch der Truppenübungsplatz, Wildflecken hier drüben, komplett weiß. Naja, worum geht's in dem Video, Leute? Ganz lustig, pass auf, ich weiß aktuell wirklich nicht, was mit meinem Algorithmus los ist, denn permanent gerate ich an Leute, die mir versuchen, ihr Halbwissen aufzuzwingen, von wegen, die Erde ist eine Scheibe, ja. Also ich denke mir da immer wieder, Und ich gehe dann auch auf das Thema mal ein, ja, und sage, okay, pass auf, jetzt fragst du denen einfach mal ein paar Fragen, ja. Und dann sage ich, pass auf, ich bin mit der VL3 auf Flugfläche 120, warum sehe ich den Mount Everest nicht? Den müsste ich doch dann in der Ferne sehen. Dann sagt er, ja, die Luft ist natürlich voller Partikel, ja, und der Mount Everest ist 9000 Kilometer weg. Man kann keine 9000 Kilometer sehen, wenn überall Partikel und Staub und tralala sind. Das ist wie eine Schleierwand, deswegen siehst du den nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, klingt plausibel. Was ist dann mit der Sonne? Ja, die geht ja da immer unter, die kommt von da und geht da unter. Wo ist denn die, wenn die dann weg ist? Weil eigentlich, wenn wir eine Scheibe sind, müsste ich die doch immer sehen, wenn sie irgendwo auf die Erde scheint. Sagt er, ja, du musst dir das vorstellen wie so eine Taschenlampe, die runter scheint, wie so ein Lichtkegel. Und der Lichtkegel, der verschiebt sich und wenn der weiter weg ist, dann siehst du das nichts mehr. Dann sieht es für uns aus wie ein Sonnenuntergang, bla bla bla. Da denke ich mir, ey, jetzt mal ernsthaft. Ich habe Kumpels, ja, auch welche, die schauen meine Videos, die fliegen Airline-Flugzeuge, ja, große Kisten. Die sind auf Flugfläche 350 da oben. Und da oben erkennt man doch schon so eine leichte Krümmung, ja, man erkennt doch die Krümmung. Wenn ich jetzt noch höher gehe, dann erkenne ich in der Ferne ja auch schon so ein, dass sich da was tut, ja. Dann sagt er doch tatsächlich, ja, das ist ja normal, weil unsere Augen sind ja rund, ja. Und durch die Rundung haben wir immer so einen Eifisch-Effekt. Deswegen denken wir immer, es ist alles rund. Okay, lass ich alles so stehen. Dann sage ich, ja, okay, was ist dann mit dem Meer? Das Meer müsste doch an der Kante dann runterfallen, ja? Oder haben da die Götter eine Randleiste hingenagelt? Oder was ist da passiert, ja? Naja, das sind gewisse Magnetfelder, die dafür sorgen, dass das Wasser eben auf dieser Scheibe bleibt und bla bla bla. Leute, ich mache ja viel mit, ja, und ich bin für viel Spaß zu haben. Aber jetzt mal Butter bei den Fisch, ja? Die haben doch nichts mehr alle Waffeln am Zaun. Was sagt ihr dazu?
Seid ihr auch schon mal auf solche Leute gestoßen? Also, die haben Argumente rauskaut, ja, und du kannst dich ja tot diskutieren mit denen. Die haben ja immer recht, ja. Die hauen ja Argumente raus, wo du dir wirklich sagst, ey, alleine schon auf sowas zu kommen, ist ja eigentlich Kino, ja. Unfassbar. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin davon überzeugt sogar, ja, dass wir keine Scheibe sind, sondern wir sind einfach ein Geoid, ja, keine Kugel, ein Geoid, ein unförmiges, rundes Ding. Ja, und wir treiben da durchs Weltall, in unserem Sonnensystem, in der Milchstraße, mit all der Große, mit all der Unendlichkeit, die das Universum so hinbietet. Aber wir sind auf jeden Fall safe, keine Scheibe. Ich bin jetzt mega gespannt, ich bin mega gespannt. Schon allein, wo ich jetzt auf den Plattformen unterwegs war und immer wieder mit so Leuten konfrontiert wurde, da dachte ich mir, Frank, das musst du mal zum Videothema machen. Und in dem Moment dachte ich mir, die Kommentare, das wird spannend. Die Kommentare, das wird spannend. Naja, nichtsdestotrotz, haut's mal bitte unten rein, mich würde es mal interessieren, wie ihr das seht. Vielleicht haben wir ja sogar jemanden dabei. Dann kann der ja mal die Wahrheit unten reinschreiben, der an die Flat Earth Theory glaubt. Entschuldigung. Wäre mal wirklich spannend. Okay, ich bin jetzt auf 3600 Fuß. Hier drüben ist der Kreuzberg. Richtig schön weiß, sieht geil aus. Da fliegt man jetzt einmal drum rum. Herzlich willkommen hier über der Kissinger Hütte. Ihr habt sie gerade gesehen. Und hier direkt vor uns der Kreuzberg. Alter Schwede, die Abspannseile sind komplett eingefroren. Ja? Die sind komplett Eis und man sieht die richtig klar. Ich versuche es mal einzufangen für euch. Beziehungsweise wir werden es eh gleich sehen, wenn wir näher dran sind. Ah, das sieht schon gut aus. Ah, das sieht schon gut aus. Guckt euch das an. Geil. Ja, hier oben ist natürlich der Planet eingefroren. Ja. Alter Schwede. Ich habe gerade mal bei Langen angefragt, ob die EDR 134 Wildflecken, die ja gleich hier links von uns ist, ob die aktiv ist. Leider ja, bis 8100 Fuß. Das ist natürlich ärgerlich, sonst hätte ich gesagt, fliegt man da mal rein. Ne? Das ist ja auch immer sehr interessant. Okay, der Kreuzberg, Leute, geil. Kloster Kreuzberg gibt es auch für die Biertrinker unter euch. Ein ganz leckeres Bier. Ja. Sehr, sehr geil, wirklich. Sehr, sehr geil. Oh, ich habe jemanden auf der Gössenheim-Frequenz. Oh, sehr, sehr geil. Guckt euch das an. Schön, oder? Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal machen. Boah, da oben ist so richtig der Planet eingefroren. Guckt euch mal das an, ey. Alter, guckt euch das mal an. Na klar, das ist natürlich elend hoch hier oben, elend kalt, ne? Boah. Ja, da lohnt sich's eigentlich mal einen Ausflug hinzumachen, ne? Seven vs. Wild im Winter auf dem Kreuzberg. Das würde ich aber fühlen, das sage ich euch. Da trennt sich die Spreu von der Weizen. 7 Tage, boah, da bist du platt. Da machst du auch nichts mehr. Ja, cool, Mensch. Cool. Richtig gut. Dann fliegen wir hier jetzt über die Südostkante entlang. Hier ist auch ein Gleitschirmstartplatz, da bin ich auch schon mal gestartet. Da unten ist Kiliansthof. Da habe ich meinen ersten Rucksackmotor gekauft tatsächlich. Oh, da das Neustädter Haus. Ah, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das Neustädter Haus nehmen wir mit. Ah, scheiße, jetzt kommt der Posten. Auch ein geiles Ausflugsziel. Ja, und dann nehmen wir uns gerade noch mal kurz den Kreuzberg mit, weil es so schön war. Richtig cool, Leute. Zack, bisschen weiter raus. Richtig gut. Ey, das hat sich jetzt mal wirklich wieder gelohnt. Geil. Vom eigentlichen Videothema mal abgelenkt, ne? Boah, wirklich geil. Ja, ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt in 3000 Fuß und ich sehe jetzt gerade auch keine Erdkrümmung. Boah, vielleicht ist es doch eine Scheibe, ne? Vielleicht ist es doch eine Scheibe. Digga, das kannst du nicht erfinden, wirklich. Das kannst du nicht erfinden. Ah, ich habe auf jeden Fall jetzt eine richtig angenehme, muckelige Temperatur hier drin. Ich muss nicht mal meine Handschuhe tragen, alles gut. Vorhin allerdings, als ich die FK9 gestartet habe, ja, Leute, so lang hat sie noch nie rumgejuckelt.
Ja, das ging boah, bestimmt 2-3 Minuten lang. Ich habe immer wieder aufgehört, ja, habe Choke drin gehabt, Benzinpumpe an, Gas komplett raus, damit sie ja, sich fangen kann. Und immer mal einen kurzen Zünder hat sie gehabt, aber die war so richtig eingefroren, die Karre. Ja. Das habe ich damals schon in Neustadt-Saale oben gemerkt, dass immer, wenn ich mal zum Fliegen im Winter hoch bin, dann hatte ich so bei minus 6, minus 8 Grad ging es los, wo es sich dann schwerer tut anzuspringen. Ja. Also ist schon biestig kalt. Aber ich sag mal so, lieber so kalt, ja, lieber minus 10 Grad als plus 3 oder 4 Grad und so eine Nässe drin. Ja. Damit kann ich ja überhaupt nicht arbeiten. Aber wenn es bitter kalt ist und die Sonne scheint, dann ist es ja auch eine feine Angelegenheit. Ja. Also dann funktioniert es ja. Naja, hier drüben haben wir den Sodenberg. Es zieht tatsächlich ein Schleier wieder rein. Der war gar nicht so gemeldet. Da bin ich aber froh, dass ich heute nicht weggeflogen bin, sondern nur so ein bisschen lokal geblieben bin. So, herzlich willkommen wieder zurück, kurz vor Gössenheim. Ja, sehr schön. War ein schöner kleiner Ausritt mit der Charlie Victor. Hat ihr auch gut getan. Zumindest, dass der Motor mal wieder durchgeblasen wurde. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige von euch fragen, ey Frank, du wolltest die doch umbauen und ausbauen und herrichten und tralala. Ja, bin ich immer noch dran. Ja. Es ist gar nicht einmal so einfach, A, an Teile ranzukommen und B, an eine Maintenance, die da Lust und Zeit drauf hat. Ja. Also es ist wirklich, in meinem nächsten Leben werde ich eine Flugzeug-Maintenance aufmachen, tatsächlich. Ja. Naja, aber ich bin noch dran, wie gesagt, und ja, ich setze mich dann unter Druck. Das Projekt steht und ich werde dann euch natürlich ein paar Videos mitnehmen, wenn wir da dann das Cockpit neu machen und wenn dann auch mal der neue Motor kommt, Step by Step, ja. Wird sich ein bisschen länger ziehen, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, aber es ist, wie es ist, ne. Okay, schauen wir mal kurz runter. Windzack hängt, Piste ist frei, es ist sogar jemand da. Sehr schön. Ja, die Flugsüchtigen, die kommen da immer raus, ja. Okay, Licht habe ich an, Benzinpumpe mache ich an, Choke ist draußen, Trimmung passt, Klappe setze ich gleich. Delta Charlie Victor, rechter Gegenanflug 28. Oh, sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Es kann auch durchaus sein, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, nee, ich glaube nicht. Es kann durchaus sein, dass meine Videoschlagzahl hier auf dem Channel so ein bisschen zurückgeht. Ich sage euch auch warum. Ja, weil ich eigentlich Faszination Fliegen zeigen will und keine Lückenbüßer irgendwie raushauen will. Das heute war jetzt okay für mich, ja. Ich wollte eh die Maschinen bewegen, ich wollte eh raus, ich wollte eh mal zum Kreuzberg. Da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du die Kameras mit. Aber so auf Zwang will ich nichts produzieren, ja. Das bedeutet, es kann durchaus mal passieren, dass ich an einem Donnerstag kein Video raushaue, ja. Ist halt dann einfach so. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Rechter Querenflug 28 Delta, Charlie Victor. Und es kann auch durchaus sein, dass wenn mich die Lust packt, dass ich im Januar mal 2 oder 3 Wochen abhaue, ja, in Urlaub fliege. Ich war nämlich seit über 3 Jahren nicht mehr im Urlaub, ja. Ihr wisst ja, ich habe damals meinen Park verloren, meinen Job, danach rumgetingelt, hier und da und tralala. Also da musst du dich wirklich neu erfinden, ne? Und seitdem war ich nichts mehr im Urlaub, ne? So richtig mit Erholung und so. So, okay. Und im Endanflug 28 Delta, Mike, Charlie, Charlie, Victor. Nur, dass ihr Bescheid wisst, sollte mal an einem Donnerstag was nicht kommen, ja? Dass ihr euch nicht Sorgen macht. Okay, da sind wir wieder. Schön. Wir sind ein bisschen schnell, aber im Notfall können wir ja go around machen, ne? Oh! Das war doch gut. Das war doch richtig gut. Das war doch eine richtig gute Landung. Herzlich willkommen zurück in Gössenheim. Ja, der Boden ist glatt, ich sag's euch, man merkt's richtig, ich kann noch gar nicht in die Kurve gehen. Man rutscht hier auch so ein bisschen, ja? Man rutscht hier auch so ein bisschen. Teacher, der Teacher ist da, der alte Süchtling. Okay, Kenners, in dem Sinne, schreibt mir mal bitte unter die Kommentare oder in die Kommentare rein, ob ihr auch an eine flache Erde glaubt. Ja, das Thema ist ja komplett lustig. Und ansonsten werde ich das überall in meinem Algorithmus jetzt in Zukunft absolut ignorieren und verbannen, weil es am Ende des Tages wirklich Bullshit ist. Ja, ihr wisst, wie es ist. Okay, bleibt gesund und bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Ah, schön. Das war jetzt schön. Das war richtig schön. So, wo ist denn der Teacher, der alte Süchtling? Oh, der hat den Flieger schon rausgezogen. Ich sehe da Spuren. Aha, aha, aha. Okay. So, wenn du in den Hangar rein willst, dein Schloss aber gefroren ist, was machst du dann?
klingelndes Telefon. So, Schloss in den Tee reinhängen. So, ich hänge einfach mal die Szenen hinten an das Video dran. Alles, was ihr jetzt seht, ist quasi vor dem Video passiert, Leute. Ihr glaubt's nicht. Es ging das Schloss nicht auf. Und jetzt sind hier in dem Tor sind so Bolzen im Boden drin, ja, in so einer Hülse. Und in dieser Hülse ist natürlich Wasser drin. Wir haben heute minus 9 Grad. Ja? Da ist Wasser drin. Das heißt, die Hülse ist jetzt mit diesem Stift komplett verfroren. Das bedeutet, ich werde jetzt meinen Tee nehmen. Ja, der wahrscheinlich gleich weg sein wird und wird in alle Hülsen hier was reinkippen müssen. Alter! Geh die Hülse mit raus! Geh die Hülse mit raus! Ich halte es nicht aus, Digga! Rohe Gewalt. Ja? Rohe Gewalt. Nur das hilft. Oh, so eine Scheiße, ey, mein guter Tee. Naja. Oh, ich sag euch, wie es ist, ne? Sowas kannst du nicht erfinden, das geht nicht. Ich warte jetzt 2 Minuten, bis die Hülsen alle mit dem warmen Wasser sich verbunden haben, hätte ich fast gesagt, auftauen. Ja, und dann versuche ich das Tor aufzumachen, ne?